nun sind die Läuferinnen wieder hier Machten von innen nach außen. Großbritannien, Italien, Vereinigte Staaten, Deutschland, Deutschland. Vor den Amerikanerinnen laufen ist ein kleiner Nachteil. Davor Kanada, davor Holland. Wunderbar, die erste Deutsche losgegangen. Wunderbar, die Albus kämpft sich heran an die Kanadierin. Jetzt wechselt sie, gibt ab an Käthe Kraus und Käthe Kraus stürmt davon. Jetzt auf der gegenüberliegenden Geraden an der Kanadierin vorbei, jetzt an die Holländerin heran. Gibt jetzt auf gleicher Höhe mit der Holländerin an die Sollinger ab. Ein guter Wechsel. Die Sollinger schießt in der Kurve davon. Hat 6 Meter, 7 Meter Vorsprung vor der Amerikanerin. Jetzt gibt sie ab an die Doppel. Die 7 sinkt schon. Da geht die Doppel los. Nauta verliert den Start. Und Helen Stephens jagt an der Engländerin vorbei. Unangefochten, ein amerikanischer Sieg. Die Doppel passt sich an den Kopf. Sie hatte den Start schon in der Hand und dann ließ sie ihn fallen. Und der sichere Sieg, die sichere Goldmedaille für Deutschland war dahin. Denn 7, 8 Meter Vorsprung hatte sie schon von der Stephens. Und die hätte sie bestimmt noch gehalten bis zum Schluss.